Ich begrüße dich zum heutigen Video ganz herzlich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, die Schmerzen sind und Symptome sind ein Warnsignal des Körpers. Man soll prüfen, ob das Leben noch stimmig ist oder ob die Situation, in der du dich befindest, noch stimmig ist. Ich meine, bei einem Auto begibt man sich ja auch auf Fehlersuche. Wenn das Auto nicht mehr so gut fährt oder manche Sachen nicht funktionieren, musst du auch Fehlersuche betreiben. Und so haben die Symptome auch einen Sinn, ne, dass du dich hinterfragst, stoppst, anhältst. Nur frage ich mich dann immer wieder, solche viele Stopps, sind die erforderlich? Aber ich habe mir vorgenommen, zumindest in Ruhe zu arbeiten und ruhiger zu arbeiten. Und nicht so verkrampft zu sein. Ich glaube, ich muss mir einen Wecker stellen, damit ich Atempausen oder also Pausen einlege, in denen ich tief mal Luft hole und tief atme. Ja, also das ist, ich bin dann in so einem Flow drin und das ist, führt dann auch zu Symptomen. Verkrampfung in Schulter und Nacken und Kopfschmerzen, das ist auch ganz klar. Ne? Deswegen auch in der Natur hier tiefe Atmung. Ich habe vor kurzem einen Spruch gehört oder gelesen, den fand ich auch ganz interessant. Bewegung, körperliche Bewegung, bringt auch Bewegung in den Geist. Also auch in das Gehirn oder in den Verstand oder wie man es nennen mag. Aber entscheide dich bewusst, und das ist vielleicht das Wichtigste, das hat ja auch mit Selbstbewusstsein zu tun oder bewusst entscheiden für Leichtigkeit. Und ich muss mich zwingen, in Leichtigkeit zu arbeiten. Und dahinter fragt man sich ja, ist das der Sinn oder der Lebenssinn? Oder was ist mein Lebenssinn, wenn ich durch Symptome immer wieder gestoppt werde? Ist das vielleicht überhaupt dann richtig? Auch wenn es mir Freude macht, ist das überhaupt dann sinnvoll oder wichtig? Oder soll ich das vielleicht nicht machen? Aber es ist wahrscheinlich, wie ich es mache, dass ich es endlich begreife, in Ruhe das zu machen. Und dass man dann also auch Pausen macht und sich die Pausen erlaubt, das ist auch wichtig. Aber es kommt immer wieder auf den gemeinsamen Nenner des Selbstwertgefühls. Und wenn du dich nicht wertvoll findest, was ja auch bei Symptomen oder Kummer und Sorgen schwer ist, den Selbstwert zu finden, den gesunden Selbstwert zu finden. Das ist eine Übungssache, das ist wirklich der Dampfer grüßt wieder. Ach, ist das schön, der Frühsommer und der Sommer, der bald dann noch kommt. Und denke dran, auch bei schlechten Situationen in deinem Leben, es wird immer wieder besser auch. Es ist ja auch immer wieder besser geworden. Nach Krankheiten bist du auch wieder gesund geworden. Oder nach Anfällen, Migräneanfällen oder Schüben bei chronischen Erkrankungen. Es ist dennoch immer wieder auch eine gute Phase gekommen. Und das tröstet ja auch ein bisschen. Ne? Aber du bist wertvoll. Du bist auf jeden Fall wertvoll, so wie du bist. Auch mit Symptomen und auch mit Kummer und Sorgen. Es will dir vielleicht wirklich nur ein kleines Stoppsignal geben, dass du ein bisschen überlegst. Es ist vielleicht wirklich nicht böse gemeint, dieses Symptom, was dich wieder nervt und auch wieder zusätzlich Kummer und Sorgen bereitet. Es will dir am Ende vielleicht helfen. Am besten, du machst heute mal oder nimmst dir vor, heute mache ich mal das, was ich will. Ich darf das. Ich erlaube mir das. Ich darf das. Ich mache heute oder vielleicht eine Stunde nur, zwei Stunden nur oder einen halben Tag, mache ich das, was ich gern möchte. Ich mache das einfach, was ich gern möchte. Ja, was möchte ich denn gern machen? Was würde ich denn gern machen wollen?
Was würdest du am liebsten machen? Was würdest du heute am liebsten machen? Und dann versuche es einfach zu machen. Dann versuche es zu machen. Du bist es dir wert, du kannst es dir wert sein. Wenn es mir schlecht ging, habe ich dieses, was würde ich heute gerne machen, auch durchgeführt. Also, und zwar hilft das auch, die Gedanken, dich gedanklich also in eine schöne Situation. Ja, Dampfer fahren würde ich halt auch gerne zum Beispiel. Dampfer fahren, das ist die Idee. Das werden wir bei Gelegenheit mal machen. Nicht nur die Dampfer von außen, vom Strand, vom Elbestrand, vom Elberadweg filmen. Da habe ich ja schon einige Videos gemacht. Auch mal selber mitfahren. Drum mach heute einfach mal etwas, was du gerne machen möchtest, was du schon lange gemacht hättest und dich nur nicht getraut hast oder irgendwelche Glaubenssätze das behindert haben, mach es einfach mal. Erlaube es dir einfach mal. Gönne es dir, das ist so wichtig. Auch Freude, Lebensfreude zu gönnen und das Annehmen wieder lernen, auch wenn du Schmerzen hast, wenn du Kummer hast, wenn du Sorgen hast und Symptome stärker werden. Du musst dir einfach die Freude erlauben auch wieder. Du hast es verdient. Du hast es wirklich verdient. Was ist eigentlich nun meine Aufgabe? Oder was ist der Sinn meines Daseins? Das ist eine philosophische Frage, aber am Ende stellt man sich die Frage, wenn man immer wieder Kummer oder Sorgen oder Schmerzen und Symptome hat. Das kann doch einfach nicht alles sein. Ich habe gestern ein Video über Nahtoderfahrung durch Zufall, wurde mir das vorgeschlagen. Also das heißt ja, Zufälle gibt es nicht, aber und da wurde das auch, ging es auch um den Sinn des Lebens. Und dass also Schwierigkeiten im Leben einen Sinn ergeben. Und dass also Schwierigkeiten im Leben einen Sinn ergeben auch. Oder einen Sinn machen. Und dir nie schaden wollen. Aber wenn mir es schlecht ging, dann frage ich mich das schon. Also wenn man so verzweifelt ist, kann man dann nicht sagen, ja toll. Dann fragt man sich, wie komme ich da raus? Ja, wie komme ich da raus am besten? Aber dann bedankt man sich nicht für das Symptom. Es ist nicht einfach. Aber machbar vielleicht, oder? Ja, die Symptome. Der Sinn des Lebens. Kraftanstrengung hat mir nichts gebracht. Die Prägung anderer hat mir auch nicht immer was gebracht. Ich muss meine eigene Wahrheit finden, vielleicht. Ne? Durchs Leben rennen hat mir auch nichts gebracht. Oder nicht viel. Wenn die Symptome stärker werden, dann hat mir das auch nichts gebracht. Die Symptome wollen mich stoppen. Anhalten, ruhiger arbeiten. Begreif's endlich, sagen die Symptome zu mir und ich. Ja, sagen die Symptome zu mir und ich mache dennoch wieder so weiter. Oder verfalle in alte Verhaltensmuster. Deswegen hinterfrage auch deine Körpersignale. Das ist zwar verpönt, lange Jahre war das verpönt, die Körpersignale, auf die Körpersignale zu achten. Den Körper zu befragen. Möchte ich jetzt dieses oder jenes oder diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen? Möchte ich diese Arbeit jetzt machen oder möchte ich diese Tätigkeit heute machen? Der Körper gibt dir schon Antworten durch Körpersignale. Der Körper gibt dir Antworten. Ich mache zum Beispiel jetzt wieder die Schulter. Die Schulter müssen nach hinten, unten. Also sich auch immer mal wieder zu stoppen und immer mal wieder. Ganz kleine Korrekturen sind es oft schon. Das ist ein bisschen Übung und Training und das ist
wahrscheinlich, das ist auch unsere Lebensaufgabe. Kann ich mir nur auch so vorstellen. Ne? Diese Körpersignale, die gibt der Körper schon. Und man muss auch darauf aufpassen. Man muss auf die Körpersignale achten, das ist wichtig. Aber auch nicht einfach. Das kann man nur in Ruhe. Das kann man nur in Ruhe. Aber habe Geduld, habe einfach Geduld mit dir. Und verzeihe dir auch Fehler. Und wir sind auch nicht schuld an den Symptomen. Wenn dir das jemand einredet, du bist selber schuld. Oder du sagst dir selber dann auch, du nimmst den Glaubenssatz von anderen dann an, die dir gesagt haben, du bist schuld oder dass du Symptome hast und dass du nichts änderst. Du bist nicht schuld. Du hast es nicht besser gewusst. Es ist so, du hast es einfach nicht besser gewusst. Denn wir geben ständig unser Bestes und versuchen das Beste. Das ist ganz normal. Und dass wir auch Fehler machen, das darf sein. Verzeih dir auch Fehler. Oder hinterfrage Situationen oder Fehler, die du gemacht hast. Verzeihe dir, vergebe dir selber. Und nimm dich so an, wie du bist. Du bist so, wie du bist, schon richtig. Es soll so sein. Ja. Leicht alles gesagt, ne? Ja, das ist alles leicht gesagt. Aber kleine Tipps und Tricks kann ich dir vielleicht geben und dir helfen. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich schon sehr freuen. Aber wie gesagt, auch ich lerne noch. Und auch die besten Coaches und die besten Therapeuten haben ihre eigenen Probleme, glaube mir. Jeder hat seine Probleme. Und der Schuster hat die schlechtesten Schuhe zu Hause. Aber vielleicht kann ich dir helfen und das würde mich sehr freuen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Denn wir wollen auch nicht krank sein. Wir wollen nicht krank sein. Und deswegen kann es schon aus dem Grund nicht die eigene Schuld sein. Keiner will krank sein oder keiner will Kummer oder Sorgen haben. Auf Dauer sowieso nicht. Und deswegen erlaube dir Freude. Klar, es gibt auch Pflichten, aber erlaube dir Freude. Du hast Freude verdient. Du darfst Freude annehmen. Das ist wirklich wichtig. Du darfst Freude annehmen. Wir wollen nicht krank sein, denn krank sein bedeutet auch Schwäche. Wir wollen keinen Kummer haben, keine Sorgen. Dann sind wir auch geschwächt. Und Schwäche möchte keiner zeigen oder möchte keiner haben. Keiner möchte schwach sein. Wir sind in der Leistungsgesellschaft nach wie vor. Aber erlaube dir auch Schwäche. Erlaube dir Fehler und erlaube dir Schwäche. Wir sind Menschen. Wir sind nun mal so. Und das heißt auch, der richtige Weg ist der, der leicht geht. Hier kann man tief und atmen und schön und die Luft, das ist ja wunderbar. Geh in die Natur. Ich kann es dir nur immer wieder sagen. Und auch in der Natur ist nicht alles perfekt. Du musst auch nicht perfekt sein. Und in der Natur ist auch nicht alles perfekt. Und auch ein Wind und ein Sturm hat seine guten Seiten. Das ist auch erforderlich, das ist auch wichtig. Und so ist es auch in deinem Leben. Die Symptome oder der Kummer oder wenn nicht immer eitel Sonnenschein ist, das gehört auch zu deinem Leben dazu. Und das darf sein. Das hat am Ende etwas Gutes. Wir verstehen es meistens erst hinterher. Aber es hat was Gutes auch zu tun. Und in der Natur begreifen wir das. Wenn wir die Natur beobachten, dann begreifen wir, dass auch Wind und Sturm wichtig ist. Und Regen. Und Graupel vielleicht auch. Oder was wir als nicht so gut empfinden im ersten Moment. Aber wenn es einem schlecht geht,
und die Symptome stark sind oder der Kummer und die Sorgen an einem nagen, dann ist es natürlich schwer, das Gute zu sehen. Das ist immer schwer, aber man muss sich dann dazu zwingen, zur Ruhe zwingen und zum Nachdenken zwingen und auch zu guten Gedanken zwingen, damit einem dieser Sog, das Licht, oder man wieder ans Licht gezogen wird, aus der dunklen Talsohle, aus dem dunklen Tal. Ja, das ist... Das sind kluge Reden, sehr kluge Reden. Aber auch ich bin nicht fehlerfrei. Keiner ist fehlerfrei und muss auch nicht sein. Und man darf auch schwach sein. Man ist, wie man ist. Und wir sind als unschuldige Menschenkinder geboren, haben Prägungen und Glaubenssätze, bekommen von außen, die uns auch oft hindern. Und die darf man auch hinterfragen. Ja, die darf man hinterfragen. Aber das Leben ist am Ende schön. Insgesamt ist es doch schön. Und manchmal muss ich so darüber lachen, was für ein Irrsinn in meinem Leben auch war oder ist oder welche Situationen oder ja. Und da muss ich auch über mich selber lachen. Und Humor ist das Einzige, glaube ich, was uns am Leben auch hält oder was uns überleben lässt in schwierigen Momenten. Eine gewisse Portion Humor. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und ich danke dir fürs Zusehen und fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Alles Liebe und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.